wiederholen wir sie mal. So, nach vorn beugen. Einmal auf die Zehenspitzen. Wieder runter. Gut, heben. Nach vorn wenden. Schritt schräg nach vorn. Absatz hinten heben. Reinfächern die Finger. Gerade stehen bleiben, nicht nach vorn beugen. Gut. Gewicht aufs hintere Bein. Kopf einducken. Gut, dehnen. Gewicht aufs vordere Bein. Hinten hebt sich der Absatz. Dehnen. Rücken ein bisschen hohl machen. Brust raus. So, zurück aufs linke Bein. Alles loslassen. Daneben setzen, nachspüren. Nochmal Handrücken. Ein bisschen nach vorn beugen. Auf die Zehenspitzen gehen. Sinken. Heben. Wenden. Schritt schräg nach vorn mit dem linken Bein. Einfächern um die Hüften. Hinten Absatz heben, aber nicht nach vorne lehnen. Nur gerade stehen. Gut. Jetzt Gewicht nach hinten. Kopf zwischen die Arme dehnen. Lösen, sinken lassen. Gewicht nach vorn. Hinten hebt sich der Absatz. Auch nochmal dehnen. Und jetzt zurück. Wuchi. Nachspüren. Rechte Hand, linkes Bein. Nächstes Mal machen wir Magen. So, jetzt gehen wir ein bisschen ins Shaolin Legend Yixin Quan Qigong. Rechte Hand vorschieben, wenden. Rechte Hand führen wir über die linke Hand. Die linke Hand steht unter der Milz. Und dann halten wir einen kleinen Energieball vor der Milz. Zurück. Zurück und wenden. Linke Hand vorschieben. Wenden. Viertelkreisbogen über die rechte Hand. Kleiner Energieball vor der Leber. Schau in den grünen Rasen. Soll schön grün strahlen die Leber. Gesund für die Leber. Zurück. Zurückwenden. Rechts vorschieben. Wenden. Kreisen. Über die linke Hand. Kleiner Energieball vor der Milz. Ja, an welche Farbe denken wir? Erdfarbe, gelbbraun, hier. Die visualisierst du hier rein, die Milz, die Farbe. Und zurück. Zurückwenden. Links vor, wenden. Nach rechts. Grün. Schau in den Rasen. Such dir ein schönes Grün aus und visualisier dir die Farbe in die Leber. Zurück. Und zurück. Rechts vorwenden. Kreisen. Milz. Erdfarben, gelbbraun. Und zurück. Zurück. So, und jetzt kommt, hat eine gewisse Parallele zu dem Ma Wang Dui, was wir gerade gemacht haben. Ich nenne die Übung Sprung vom Meterkopf. Das sieht so aus. Und zurückziehen. Wenn beim Zurückziehen bestrahlen die Hände Leber und Milz und erst im letzten Augenblick ziehst du so zurück. Vorschieben, Sprung vom Meterbrett.
Beim Zurückziehen bestrahlen die Hände Leber und Milz. Vor Wenden. Ah, schön dehnen. Zurückziehen, Leber, Milz bestrahlen, aufrichten. Gut. Okay. Hände über Boden. Wuchi. Kleiner Außenkreis, offener Buddha-Gruß vor Brustmitte. Wir denken an den Begriff klein, ganz klein, ganz klein. Wir denken ans Universum und wir denken uns das Universum ganz klein, ganz klein, ganz klein. Wir denken uns das Universum so klein, dass es auf einmal so gestrumpft ist, dass es in unserer Brust Platz gefunden hat. Sich das Universum so klein denken, dass es in deiner Brust Platz gefunden hat. Und wenn dir diese Übung nur zu 1% gelingt, hast du jetzt satt und lang Energie in der Brust. 1% von der Energie des Universums in deiner Brust und du bist wie Spider-Man. Handflächen nach außen und du stehst vor einer Schiebetür und du wirst diese Schiebetür gleich öffnen und hinter dieser Schiebetür ist der Raum mit einer völlig neuen spirituellen Dimension, die du bis jetzt noch nicht erreicht hast und du wirst die Tür gleich aufschieben und dir wird gleißendes Licht, wird dich blenden und dich durchdringen und dich emporheben. Dich durchdringen und energetisieren. Jetzt schieb sie die Tür auf. Und du wirst Licht durchflutet, Energie durchflutet. So, und jetzt beginnst du zu denken. Groß, 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 ganz groß. Und du wächst und wächst und wächst. Du wirst größer und größer. Die Spannweite deiner Arme wird weiter und weiter und so weit und so groß, dass du schließlich das ganze Universum ausfüllst. Du durchmisst das Universum mit deiner Größe und mit der Spannweite deiner Arme. Du füllst das ganze Universum aus und dementsprechend fühlst du dich stark. Der rechte Arm steigt ganz langsam, der linke Arm senkt sich ganz langsam und du gehst beide Male vor die Mittelachse. Die Finger der oberen Hand zeigen nach links, die Fingerspitzen der unteren Hand zeigen nach rechts. Gut. Und du willst die rechte Flanke jetzt beugen, mal ein bisschen breiter stehen noch. Voll durchstrecken und du willst die rechte Flanke beugen, du beugst dich nach links. Oh, jetzt kostest du die Spannung aus und jetzt richtest du dich langsam auf. Und jetzt lässt du beide Arme ganz langsam in die Waagerechte gleiten. Und dann spür, wie das Blut und die Energie durch die Arme rauscht. Und jetzt kostet das aus. Und du bist wieder groß, ganz groß, immer noch. Füllst das Universum aus. So, und jetzt gehst du wieder in die Buddha-Haltung vor der Brust. Klein, ganz klein, ganz klein. Universum wird kleiner und kleiner und kleiner. Kompression des Universums so, dass es in deiner Brust Platz findet.
und den Stand ein bisschen verengen. Gut. Du hast das Universum so kompressiert, dass es in deiner Brust Platz gefunden hat. Und jetzt senkst du die Hände langsam vor dem Bauch. Und jetzt hast du das Universum im Bauch. Und jetzt hältst du die Hände beim Boden, damit dir das Universum nicht in den Kopf schießt. Sinken lassen, kleiner Außenkreis, offener Buddha, Gruß vor Brust, klein, ganz klein, Universum hat in deiner Brust Platz gefunden, Hände auf die Tür legen, die neue spirituelle Dimension, die du gleich betrittst, du öffnest dafür die Schiebetür, und gleißendes Licht und viel Energie wird dich durchdringen. Groß, 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 du wirst immer größer, du wächst. Du bist so groß, dass du das ganze Universum abdeckst. Du durchmisst das Universum mit deiner Größe, du füllst es aus. Der linke Arm steigt, der rechte Arm senkt sich. Die Arme sind voll durchgestreckt. Wir wollen die linke Flanke dehnen und beugen uns nach rechts. Erstmal noch den Stand ein bisschen vergrößern. Nach rechts beugen. Augenblick innehalten, langsam aufrichten, in die Waagerechte die Arme bringen, schön langsam, ganz wichtig jetzt das Gefühl. Groß, ganz groß, füllst das Universum aus, du bist das Universum. Bisschen verkleinern, Stand. So, und jetzt Hände wenden, offener Buddha groß, klein. Universum wird kleiner und kleiner. Du beherrschst das Kunststück, das Universum schrumpfen zu lassen, so, dass es mit seiner ganzen Power dich ausfüllt. Das Universum in dir. Vor allem, was du im Universum, jetzt ist das Universum in dir. Du tauschst, Yin und Yang. Jetzt ist das Universum in dir. Vor allem, was du im Universum. Senken Bauch. Hände über den Boden. Unten schwer, oben leicht, unten voll, oben leer. Die Kraft, die Energie des Universums in deinem Unterbauch. Sinken lassen, nehmen die Oberschenkel, rechte Hand, Finger zeigen nach oben, linke Hand, Handrücken an Handrücken. Die Finger der rechten Hand weisen ein bisschen nach vorn oben, die Finger der linken Hand weisen ein bisschen nach hinten oben.